Brüder, und ich sage euch eins, das ist nur der Anfang. Ich rechne mit mehr. Ich rechne mit mehr Bekämpfung. Klar, das ist nur der Anfang. Das sind jetzt 18.000. Vielleicht wird es bald noch viel schlimmer. Aber warum sage ich euch das? Bruder, darauf muss man als Dai, als Prediger, die Leute vorbereiten. Denn warum haben die Sahaba gesagt, das ist, was Allah und der Gesandte versprochen haben? Warum haben die das gesagt? Weil der Prophet sie darauf vorbereitet hat. Weil sie den Koran studiert haben. Ich sage euch das, damit ihr nicht einbrecht, wenn der Tag kommt. Damit ihr an diesem Tag sagt, das ist, was Allah und der Gesandte versprochen haben. Und damit ihr nicht sagt, boah, hätten wir auf die Gelehrten gehört, da wären wir in Ruhe gelassen worden. Normal. Ach, da gibt es original Leute. Ach, da treffen sich hier in Köln 5000 Hooligans. Und dann schreibt dann einer, ja seht ihr, hätten wir auf die Gelehrten gehört, da wäre das nicht passiert. Ach, hätte der Prophet also auf die Gelehrten gehört, dann wären nicht 10.000 Leute nach Medina gekommen. Bruder, was ist das für ein Islamverständnis? Wer sind denn deine Gelehrten? Die dir beibringen, dass wenn du die Dawa richtig machst, nicht bekämpft wirst. Wer sind die? Ich habe andere Gelehrte. Ich habe andere Gelehrte. Ich habe hier Sheikh Uthaymin. Soll ich mal vorlesen, was der sagt? Lese euch mal vor, was der sagt. Wahnsinn. Es geht hier, das ist Sharh Usul Thalath von Sheikh Uthaymin. Ja? Das ist das Buch von Muhammad Abdul Wahab. Und da ist Sheikh Uthaymin an der Stelle, wo es darum geht, Muhammad Abdul Wahab sagt am Anfang, أعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم عرب المسائل الأولى العلم ومعرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام الدلة الثاني العمل به الثالث الدعوة إليه الرابع الصبر على الأذى فيه ja? Also wisst ihr, dass du vier, dass wir vier Dinge lernen müssen. Erstens das Wissen, das ist das Wissen von Allah, von seinem Gesandten, von der Religion Allahs mit ihren Beweisen und das Handeln danach und die Dawa dazu und die Geduld auf dem Schaden, den man auf diesem Weg bekommt. Die Geduld auf dem Schaden, den man auf diesem Weg bekommt. Und dann sagt Sheikh Muhammad Abdul Wahab, Beweis dafür ist, Allah sagt im Koran, wal asr, beim Nachmittag, inna linsana la fi khusra, wahrlich, der Mensch ist im Verlust, illa ladina amanu, außer die, die glauben, und glauben kannst du nur mit Wissen, wa amilu salihat, und Gutes tun, das heißt handeln nach dem Wissen, wa tawassau bil haq, und sich gegenseitig die Wahrheit ans Recht bin, ans Herz bin, das ist, die Dawa, und sich gegenseitig die Geduld ans Herz binden. Jetzt erzählt er hier zu Sabr. Jetzt sagt er, der Dai, der soll immer yakunu daiman nashitan fi da'wati ila dinillah wa in udhiya. Der zu Allah ruft, der soll immer aktiv sein bei der Dawa zu Allah selbst, wenn ihm Schaden zugefügt wird. لأن عادية الداعين إلى الخير من طبيعة البشر. Denn dass man denen, die zu dem Guten rufen, Schaden zufügt, gehört zu der Natur der Menschen. إلا من هداه الله. Außer wenn Allah recht leitet. Jetzt bringt Sheikh Uthaymin einen Beweis. Hört euch diesen Beweis an. Allah sagt im Koran in Sure 6, Vers 34. Lakat kudribat rusulum min qablik. Vor dir sind schon Gesandte der Lüge bezichtigt worden. Zu wem sagt Allah das? Zum Propheten. Und indirekt zu uns. Warum? Um dem Propheten zu sagen, wenn du zur Wahrheit rufst, es ist normal, dass du der Lüge bezichtigt wirst. So, was sollst du dann tun? Fasabaru ala makudribu wa udu. Und sie sind standhaft geblieben, obwohl sie der Lüge bezichtigt wurden und obwohl ihnen Schaden zugefügt wurde. Was heißt das, sie sind standhaft geblieben? Heißt das, oh, die haben Schaden bekommen, oh, die haben mich Salafist genannt. Nee.
Jetzt höre ich besser auf. Komm, hol den Weihnachtsbaum rein. Wir müssen jetzt Weihnachten feiern, sonst haben die mich nicht mehr lieb. Zieh den Kap aus, mein Schatz, bitte zieh den Kap aus, weil. Und ja, wir geben jetzt nicht nur die Hand bei der Begrüßung, wir machen auch Küsschen links, Küsschen rechts, kein Problem. Was haben die gemacht, als sie der Lüge bezichtigt wurden? Sie sind standhaft geblieben, obwohl sie der Lüge bezichtigt wurden und obwohl ihnen Schaden zugefügt wurde. Das heißt, die haben weitergemacht. Wie Nuh alaihi salam. 950 Jahre immer weiter. Wie der Prophet alaihi salatu wassalam. Der geht auf den Marktplatz. Sie sehen ihn am Beschimpfen. Sie schweißen Innereien auf seinen Rücken. Ja, sie bespucken ihn. Am nächsten Tag ist er wieder da. Der lässt sich nicht einschüchtern. Der macht weiter. Bis wann? Bis wann macht er weiter? Hatta ta'u nasruna. Bis unser Sieg zu ihnen kommt. Bis unsere Hilfe zu ihnen kommt. Das heißt, du musst standhaft bleiben, bis die Hilfe Allahs kommt. Aber heute erzählen sie dir, sobald der erste Schritt kommt, sobald die Bekämpfung kommt, zurückziehen. Das ist genau das, was der Scheitan will. Allah will, dass du weitermachst. Hätte etan nasruna. Was sagt Allah dann? Wala mubaddila li kalimatillah. Und es gibt niemanden, der das Wort Allahs, der das Versprechen Allahs ändern kann. Das heißt, wenn du der Lüge bezichtigt wirst und bekämpft wirst und du machst weiter auf dem Weg Allahs, das ist der Weg, wo die Hilfe Allahs kommt. Was ist, wenn die Hilfe Allahs kommt? Stimmt, ich bin Laienprediger, ich muss Koranvers bringen. Wenn Allah euch hilft, niemand kann euch besiegen. Und wenn er euch im Stich lässt, wer würde euch danach helfen? Auf Allah sollen die Gläubigen verraten. Auf Allah sollen die Gläubigen vertrauen. Jetzt, was sagt Sheikh Hussein zu diesem Vers? Hört euch das genau an. Vor allem für die Fraktion Jammerlappen da, aber die sind wir jetzt hier. Hätten wir auf die Gelehrten gehört, hätten wir keine Probleme bekommen. Guck mal, was Sheikh Hussein sagt hier. Ich habe euch gerade gesagt, ja, selbst wenn man bekämpft wird, soll man Naschid sein, soll man aktiv sein, dann hat er diesen Vers gehabt. Jetzt sagt er: Wa kullama quwwat al-adiyatu karaba an-nasr. Und immer, wenn der Schaden und Leid zunimmt, stärker wird, kommt die Hilfe Allahs näher. Das sagt Cherutheme. Das sagt einer der Gelehrten, die wir zu den rechtschaffenen Gelehrten zählen. Rahimullah. Das ist der Weg, Geschwister. Das ist der Weg. Das ist der Weg zum Sinn. Deswegen, wir müssen uns damit abfinden, liebe Geschwister. Ich sage euch das, liebe Geschwister, weil ich euch liebe für Allah. Weil ich diese Religion liebe für Allah. Und weil ich Krämpfe kriege. Wenn ich sehe, wie die Botschaft des Islams hier verdreht wird und zu einer Pampers-Rocker-Religion verbogen wird. Ach, das ist, was Allah im Koran sagt. Das ist, wie die Propheten waren. Die waren standhaft, bis der Sieg Allahs kam. Brüder, hört euch diese Verse an. Hört euch diese Verse an. Subhanallah, Subhanallah, aus dem Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, nach der Schlacht von Uhud. Hört euch das an. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich möchte mit euch eine Zeitreise machen. Stellt euch vor, ihr seid bei der Schlacht von Uhud. Hamza, der Löwe Allahs, dieser große Kämpfer, Sayyidu Shuhada, der Herrscher der Shuhada, ist gestorben. Mus'ab ibn Umair, radiallahu anhu, dieser edle Gefährte, der Medina sozusagen erobert hat, weil er die Leute zum Islam ruft, ist gestorben. Abdullah ibn Jahsh, dieser große Gefährte, ist gestorben. Bruder, 70 der größten Sahaba sind gestorben. Und der Prophet a.s.w. ist am Weinen über Hamza. So eine krasse Niederlage. Im zweiten Jahr
haben sie Badr gewonnen und jetzt diese edlen Sahaba gestorben, so eine Schwächung. Jetzt sagt, was sagt Allah? Hör zu. Sure 3, Vers 139. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْعَلَّوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. So werde nicht schwach, gib nicht auf und seid nicht traurig, denn ihr werdet die Oberhand gewinnen, wenn ihr Gläubige seid. Achi, was sagt dir dieser Vers? Achi, bei nach der Schlacht von Uhud, die Sure Al Imran, dieser Teil ist nach der Schlacht von Uhud, für die Schlacht von Uhud offenbart worden. Werde nicht schwach, gebe nicht auf und sei nicht traurig, denn ihr werdet die Überhand gewinnen. Das wird nach Uhud gesagt. Bruder, diesen Vers müssen wir durch unser Leben tragen. Nach der Kolonisation, nach dem ganzen Schrott, den wir erlebt haben, werde nicht schwach und gebe nicht auf, denn ihr werdet die Oberhand haben, wenn ihr Gläubige seid. Denn Allah sagt in Surah Rum: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Unsere Pflicht ist es, den Gläubigen zum Sieg zu helfen. Wir müssen nur die Asbab machen. Leute, jetzt geht's weiter. Guck mal, was Allah danach sagt. Guck mal, damit ihr seht, wie Allah diese Sahaba erzogen hat. إِمْ يَمْسَسْكُمْ كَرْحٌ فَكَتْ مَسَّ الْقَوْمَ كَرْحٌ قَبْلُ مِثْلُ. Wenn euch eine Wunde trifft, so hat dieses Volk, das heißt die Quraysh, die Mushrikun, schon eine ähnliche Wunde getroffen. Was ist damit gemeint? Die Schlacht von Badr. Das heißt, bei der Schlacht von Badr ein Jahr vorher, haben die verloren. Was will Allah denen damit sagen? Allah will denen damit sagen, guck mal, wenn die weitergemacht haben, obwohl die nicht auf das hoffen, was ihr hofft, dann müsst ihr es recht weitermachen. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. Und auf das Allah diejenigen kenntlich macht, die wirklich glauben. Das ist die Probe. Deswegen ist die Probe da. Allah sagt zuerst: وَتِلْكَ الْآيَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Und diese Tage des abwechselnden Kriegstriumphes wechseln wir unter den Menschen ab. Das heißt, mal gewinnen die. Warum? Warum? Warum macht Allah das? Warum lässt er die Kuffar mal stärker? Warum lässt er die mal gewinnen? Warum? وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. Auf das Allah, subhanallah, der Vers, der ist sowas von krass, ja? وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. Auf das Allah diejenigen kenntlich macht, die wirklich glauben. Das heißt, die nicht sagen, weil sie mal verloren haben, jetzt geben wir auf. Das heißt, zum Iman gehört, dass man standhaft ist und dass er von euch Shuhada nimmt. Märtyrer. Sonst wird es ja keine Märtyrer. Ja, da bin ich schon da, aber ist ein schöner Vers, Alhamdulillah. Lest euch einfach mal durch, Sure 3, Vers 139 bis 144. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen motivieren. Jazakum Allahu Khairan. Geht hier raus und wisst, egal wie schlimm es wird, Allah ist mit den Gläubigen. وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلَّوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Und werdet nicht schwach, geht nicht auf und seid nicht traurig, denn ihr werdet die Oberhand gewinnen, wenn ihr gläubig seid. Möge Allah uns festigen. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.